Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einem weiteren Video für euch. Eine Warnung vorab, das Video ist wirklich, wirklich lang. Ich habe hier einen fertigen Hintergrund, den habe ich einfach mit schwarzem Gesso auf ein Stück weißes Papier gepinselt und gesprenkelt. Das Hauptmerkmal dieses Mal sind die neuen, naja, was heißt neu? Inzwischen ist das ja auch schon zwei Kollektionen weiter. Auf jeden Fall sind das Marvel-Stempel von CC Design oder CC Design, je nachdem, wie man es ausspricht. Ich habe mir vorab welche ausgesucht, die ich gerne auf meine Karte unterbringen wollte. Habe meine Aquarellreste genommen und angefangen loszustempeln. Zum Stempeln habe ich das iKabel Ink Black Suit verwendet. Ich habe die vorher vorbereitet, die Stempel, damit die Farbe besser aufnehmen. Hier seht ihr, wie ich Flash abstempel. Der kommt am Ende nicht zum Einsatz. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Eigentlich sollten das Marvel-Helden werden. Und als ich die abgestempelt habe, ist mir dann aufgefallen, ups, zwei davon sind ja von DC. Also sind sie noch nicht mal auf der Karte am Ende gelandet. Aber ich wollte euch halt auch das nicht vorenthalten. Quasi den ganzen Prozess oder Entstehungsprozess. Auch hier wieder zweiter Stempel vorbereiten. Dann wird die Farbe halt etwas besser aufgenommen. Ich musste aber trotzdem meistens zweimal abstempeln, weil Aquarellpapier ist strukturiert. Das nimmt die Farbe halt bei weitem nicht so gut an wie glattes Papier. Und ja, wenn man doppelt stempelt, hat man halt einen sauberen Abdruck. Hier haben wir das dritte Motiv, das ist Hulk. Auch wieder gleiche Prozedur, Stempel vorbereiten. Ich war einfach mit meinen Händen oder beziehungsweise Fingerchen einfach drüber. Man kann auch ein Radiergummi benutzen, man kann auch einfach mit dem Mikrofasertuch das Ganze machen. Ich habe nur gedacht, ich habe gerade die Finger zur Hand, ist am einfachsten. Und ja, nach dem Abstempeln wie immer direkt die Stempel reinigen. Ich benutze dafür einfach nur Wasser und Mikrofasertuch. Auch hier mein Restpapierstück vom Aquarellpapier wird großzügig ausgenutzt. Ich versuche jede Ecke noch was hinzustempeln. Hier seht ihr Aquaman, natürlich auch DC. Deswegen auch am Ende nicht ein Teil meiner Karte. Ich weiß auch nicht. Ich habe da jetzt erstmal groß nicht drüber nachgedacht. Habe dann geguckt, welche Motive passen größenmäßig und vom Feeling so gut zu uns zusammen und einfach sozusagen das ausgesucht, was ich zuerst kolorieren wollte. Von der Serie fehlen mir tatsächlich noch zwei Stempelsets. Die waren entweder ausverkauft, was heißt entweder, die waren bei den letzten Bestellungen, die ich getätigt habe, leider ausverkauft. Und ja, ich warte, dass sie noch wieder reinkommen. Und die werde ich mir definitiv auch noch zulegen. Hier haben wir den Captain America. Ja, ich habe den auf den Kopf gestempelt, weil das halt einfach besser auf dieses Stück Papier passte. Aber das ist ja total egal, weil es geht ja um den Abdruck. Dafür benutze ich wie immer meine Stempelhilfe. Diese ist von Nelly Snellen und ich habe da eine selbstklebende Folie mit drinne. Das hält die Stempel noch ein bisschen oder beziehungsweise Papier noch ein bisschen besser. Wie die Stempelsets heißen oder die Stempel, die ich benutzt habe, das alles findet in meiner Infobox. Ich verlinke nichts. Das heißt, ihr müsst euch schon die Stempel selber raussuchen. Ich möchte irgendwie keinen besonders hervorheben. Jeder hat so seinen Stempelladen des Vertrauens. Man kann natürlich auch bei CC Design direkt in den USA bestellen. Das ist auch möglich. Und die Frage ist halt, ob ihr das wollt. So, der größte Teil dieses Videos ist tatsächlich das Ganze ausmalen. Ich habe dafür, glaube ich, auch 3 Tage gebraucht. Also ich habe ja nicht 3 Tage am Stück am Schreibtisch gesessen, aber hin und wieder dann halt mich hingesetzt. Und für eine Stunde oder eine halbe Stunde, je nachdem, einfach koloriert. Diesmal habe ich mich für die Stress-Reinker entschieden und meine Palette ist halt relativ eingeschränkt. Deswegen habe ich hier schon einen Grüntön rausgeholt. Habe ich den noch hier rumliegen? Wahrscheinlich nicht mehr. Ja, und habe den Hulk damit koloriert. Hulk ist halt überwiegend grün. Ich habe im Internet einfach nach Bildern gesucht und habe mich halt von diesen Bildern inspirieren lassen, inwiefern ich die Klamotten bzw.
die Figürchen dann entsprechend ausmale. Die sollen ja relativ dem Original entsprechen. Natürlich, die Motive sind eher so, ich sag mal, comichaft, kindlich. Ist auch bestimmt nicht jedermanns Sache. Aber ich finde, wie jetzt zum Beispiel, das ist eine Herrenkarte und ich habe viele in meinem Umfeld, die halt die Marvel, DC oder allgemein Superhelden gut finden, beziehungsweise Fans davon sind. Und dann kann man solche Karten halt gut verschenken. Man kann natürlich auch eine Karte nur mit einem Motiv machen. Man kann auch sich formattechnisch verkleinern. Ich habe ja tatsächlich eine DIN-Lang-Karte genommen als Grundkarte, beziehungsweise den Hintergrund, den ich vorhin ins Bild gehalten habe. Das war schon ein passend zugeschnittener Hintergrund. Ich habe das einfach mal so nebenbei gemacht. Ich habe irgendwas, also irgendwo bei einer Karte Gesso gebraucht in Schwarz. Und ich hatte da noch Farbe über und da habe ich gedacht, bevor ich die Farbe wegschmeiße, habe ich einfach ein Stück Papier genommen und darauf halt einfach Linien gemalt und mit dem restlichen, das Ganze mit Wasser verdünnt, einfach Sprenkler gesetzt. Und so ist dieser Hintergrund entstanden. Das war jetzt wirklich kein Hexenwerk, es ging relativ zügig. Und deswegen habe ich das jetzt auch nicht vor der Kamera gemacht, weil dieser Hintergrund ist vor einer Weile entstanden. Ich habe nur einfach hier passend gefunden, weil die beschenkte Person zum Beispiel Schwarz als Lieblingsfarbe sieht. Und ja, da habe ich gedacht, Schwarz ist einfach, ich sag mal, nicht unbedingt langweilig, aber wenn man zu viel Schwarz hat, sieht das ja auch nicht so toll aus. Und da war halt Weiß eigentlich dominanter und das Schwarze weniger. Und irgendwie passte das. Für seine Hose habe ich mich für Lila entschieden. Wie ihr seht, meistens fange ich einfach, ich sag mal, hell an. Und je nachdem, wo ich dann denke, ist der Schatten, trage ich die Farbe halt etwas intensiver und kräftiger auf. Hulk war auch wirklich die erste Figur, die ich koloriert habe. Das heißt also, zeitlich gesehen ist das auf jeden Fall, wie es nacheinander entstanden ist. Wer mich auf Instagram verfolgt, der hat tatsächlich auch die Motive schon fertig koloriert als Bilder gesehen. Wie gesagt, es hat wirklich Ewigkeiten gedauert, das fertigzustellen. Und ich hatte dann andere Designteamarbeit, die ich noch fertigstellen musste. Und deswegen musste dieses Video halt etwas aufgeschoben werden. Für die Haare habe ich mich für Schwarz entschieden. Ja, ich feder sozusagen die Farbe von den Kanten in das Innere des Motivs. In der Mitte habe ich gedacht, das müsste ja halt ungefähr der Scheitel sein. Habe dann halt von da aus wieder nach links und rechts gefedert. Und so sind meine Highlights entstanden. Das heißt, das, wo ich denke, wo Licht hinkommt, habe ich einfach ausgelassen. Ich benutze wie immer Wassertankpinsel zum Kolorieren. Die Farbe, die ich jetzt auf der rechten Seite nehme, ist einfach wirklich, das ist Black Suit auf jeden Fall. Das habe ich auf den Acrylblock abgestempelt, damit ich halt die Farbe nicht zu krass habe. Ich meine, man kann natürlich auch den Reinker benutzen. Ich wollte nur, wie gesagt, meine Palette leer haben und Schwarz habe ich aufgebraucht, Gott sei Dank. Ja, und das Stempelkissen selber hat ja bei weitem nicht so viel Intensivität wie die Auffüllfarbe. Ein kleiner Klecks wäre schon zu viel gewesen, deswegen habe ich dann wirklich nur nach Bedarf immer die Farbe auf den Acrylblock gesetzt und von da die Farbe aufgenommen. Ich habe auch ein Taschentuch in meiner Nähe oder ein Stück Zewa, irgendwas, wo ich dann den Pinsel zwischendurch sauber machen kann, weil zwischen den Farben sollte man das auf jeden Fall abwischen, damit die Farbe sich nicht verfärbt bzw. verfälscht. Das ist jetzt Vintage-Foto gewesen. Ich drehe einfach den Acrylblock und setze dann die Farbe quasi in eine Ecke, sodass ich auch keine drei, vier, fünf Stück brauche. Weil meistens habe ich die meisten Farben schon noch da. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Braun und Schwarz, das, was ich am meisten nutze, leer ist, ja, dann einfach nachstempeln und dann ist das in Ordnung. Ich habe ja schon oft gesagt, dass ich bei Menschen und Figuren oder Lebewesen Schwarz als Schattierung einfach unrealistisch und zu krass finde. Deswegen habe ich halt hier mit Braun schattiert. Das wirkt auch irgendwie, ich sag mal, angenehmer fürs Auge. Es ist wärmer. Schwarz
Ich meine, die Konturen sind schon schwarz. Man hätte natürlich das auch noch kräftiger machen können. Ich fand es halt hier schöner mit Braun, deswegen habe ich das so umgesetzt und habe das tatsächlich bei allen fünf Figürchen versucht durchzuziehen. Es ist halt natürlich auch nicht einfach, wenn man dann über mehrere Tage dann koloriert und dann versucht auch farblich sich dann an sich anzupassen. Hier habe ich einen Fineliner in Schwarz, diesen habe ich von Action, meine ich, das ist ein günstiger auf jeden Fall, und habe dann die Stellen, die richtig schwarz sein sollen, nachgefahren. Meine, der Stempelabdruck war schon ziemlich knackig, aber gerade die, ich sag mal, flächigen Bereiche waren mir noch zu grau. Und dann habe ich mich entschieden, da ich ja schon den Fineliner in der Hand habe, könnte ich auch die Highlights bzw. die Schatten im Haar kräftiger hervorheben, indem ich einfach mit dem Fineliner Striche ziehe. Das ist auch wesentlich einfacher, weil die Spitze ja wirklich sehr fein ist und da kann man richtig die Struktur des Haars imitieren, indem man einfach nur diese Linien zieht. Und gerade bei schwarzen Haaren finde ich das noch mit die einfachste Version. Ich weiß nicht, bei braun einerseits, ich glaube, ich habe keinen richtigen Fineliner, der richtig schön braun ist. Irgendwie Gelstift passt halt nicht, das glitzert oder glänzt und das ist halt nicht das Wahre. Ich habe noch keinen Fineliner gefunden, der mir gefällt. Deswegen vielleicht für die Zukunft meine Option. Ich werde auch die Motive von Hand ausschneiden. Ich glaube, das wird nicht vor der Kamera geschehen. Aber ja, ich versuche da auch ein bisschen mit Rand auszuschneiden. Das sieht ein bisschen aus wie Sticker dann. Aber es passt halt zu diesem Comichaften. Hier habe ich ja noch mich entschieden, noch etwas kräftiger zu schattieren. Ich sag ja, ich fange immer hell an und dann heißt es einfach Schichten, 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 bis man dann irgendwann sagt, so, jetzt reicht's, jetzt bin ich zufrieden. Und ich muss auch sagen, mit der Zeit wird man auch immer mutiger und was man vorher vielleicht mit zwei, drei Schichten fertig hatte, ja, kann hier auch bis zu vier, fünf werden. Ich habe auch bewusst den Figürchen diesmal keine rosa Wangen gemalt. Ich finde das einfach bei den Motiven nicht passend. Wäre das eine Karte für ein Kind, wäre das vielleicht in Ordnung, aber dadurch, dass es für einen erwachsenen Mann ist, ja, ist das anders. Und hier Tag 2 quasi, da habe ich dann festgestellt oder darüber nachgedacht, was ich dann hier fabriziert habe beim ersten Abstempeln und habe dann zwei weitere Stempel mir rausgesucht, die tatsächlich am Ende auch auf der Karte landen. Auch wieder dasselbe. Erst den Stempel vorbereiten, damit der Farbe besser aufnimmt. Deadpool ist das am Ende geworden. Hier hebe ich mit meinem Falzbeil also ich halte mit dem Falzbeil das Papier fest vor dem Anheben, damit sich das Papier trotz Magnet, trotz Klebeband, wie auch immer, nicht verschiebt. Die Polymer-Stempelkissen kleben viel kräftiger als unseren gewohnten Clear-Stamps und da muss man halt wirklich ein bisschen nachhelfen und ja, gerade wenn man doppelt abstempelt und weiß, man muss doppelt abstempeln, geht man auf Nummer sicher und da ist zum Beispiel das Falzbeil, dadurch, dass es so schön schmal ist, eine schöne Hilfe. Man kann natürlich auch ein Lineal dafür benutzen. Ich benutze halt das, was gerade greifbar ist. So, das ist Dr. Strange. Auch hier wieder nach dem Stempeln die Stempel sauber machen. Die werden nicht wirklich transparent so wie vorher. Die nehmen ein bisschen der Farbe an. Das ist halt auch eine der Eigenschaften von Polymer. Das macht aber nichts. Die stempeln trotzdem sauber. Die stempeln sogar immer besser, je länger ihr sie benutzt oder je öfter sie benutzt. Wie ihr seht, ich habe die nicht verwendeten Motive in die Hülle mit reingetan fürs nächste Projekt oder je nachdem, wann ich sie wieder brauche. So, dann haben wir noch vier Motive vor uns. Als zweites habe ich mich dann für Captain America entschieden und habe dann auch wirklich Probleme gehabt, ein passendes Bild dazu zu finden. Habt ihr gewusst, dass Captain America so viele verschiedene Kostüme in den letzten Jahren hatte? Und ich habe dann gesucht und gerade die mit den Flügelchen gab es dann auch in verschiedenen Ausführungen. Ich habe gesagt, okay.
beschränken wir uns erstmal auf die Grundfarben und machen erstmal uns selber das ganze Leben leichter, indem wir erstmal die Figur quasi aufteilen und die Kostümbereiche, zum Beispiel was blau ist, blau auch anmalen. Also ich gehe da jetzt nicht großartig ins Schattieren rein, sondern trage erstmal grundsätzlich nur die Farbe auf, die ich denke, die passt. Ihr dürft mich gerne steinigen, wenn ich da irgendwas falsch gemacht habe. Ich denke mal, ein richtiger Marvel-Fan wird das wahrscheinlich nicht so toll finden, wenn da irgendwelche Abweichungen sind, aber ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe, wie gesagt, das Internet durchschaut und das, was am nächsten war, habe ich dann als Vorlage genutzt. Das Schild hat mir auch ein paar Kopfschmerzen bereitet, sage ich mal. Es gab da so einen Bereich, der war nicht vernünftig gestempelt, beziehungsweise ich musste so ein bisschen improvisieren. Bei Rot, wie immer, vorsichtig sein, lieber mit wenig Farbe anfangen, weil Rot kriegt ihr dann wirklich nicht ab, wenn es über den Rand gemalt ist oder in einen anderen Bereich reingeht. Das ist bei Rot so, das ist bei Schwarz so. Je nachdem, welchen, teilweise auch bei Dunkelblau. Es hängt halt mit den Pigmenten zusammen und Rot ist wirklich eine, ich sag mal, fiese Farbe. Hier habe ich wieder zu Blau gewechselt. Das ist auch so eine Art, ja, ich denke mal, so ein Jeansblau müsste das sein. Ich habe das zwar irgendwo nummeriert und beiseite, aber ja, es ist auf jeden Fall aus der Distress-Linie und wie ihr seht, die Palette, die hat sich halt schon seit Monaten, Jahren, ich weiß es nicht, nicht verändert. Ich bin halt ein Sparfuchs, ich weiß auch nicht, ich habe alles da und ich könnte natürlich das Ganze einfach unters Wasser halten, einmal komplett auswaschen und alle Farben, die ich inzwischen habe, weil die Farbpalette, die ich hier im Bild habe, hat sich bestimmt fast ums, ja, verdoppelt inzwischen. Also ich habe wesentlich mehr, ich habe so ziemlich fast alle Distress-Reinkas inzwischen zu Hause. Aber ja, ich versuche wirklich mit dem auszukommen, was ich habe und halt nichts zu verschwenden. Hier habe ich schon angefangen, ein bisschen kräftiger zu werden, wo ich dann denke, dass der Schatten sitzt und die Farbe war halt auch jetzt zu dem Zeitpunkt einfach noch viel zu hell und ja, es ist der Blauton ist eigentlich fast schon ein Marineblau, kann man sagen. Und was ich hier zurzeit habe, ist mehr so ein Türkis oder etwas stärkeres Himmelblau. Ich weiß es nicht. Also da habe ich angefangen mit Schwarz schon ein bisschen die, ich sag mal, weißen Bereiche zu schattieren. Sogar die Zähne haben so ein bisschen Schatten gekriegt, wie es aussieht. Jetzt gehen wir halt in den Hautton rüber und hier habe ich tatsächlich auch mit dem Vintage-Foto Braunton einfach sehr stark verdünnt die Hautfarbe aufgetragen. Natürlich könnte man da auch anderen Farbton wählen, aber wie gesagt, was ich da gerade zur Hand hatte, habe ich benutzt. Und in der Palette habe ich ein, ich denke mal, das ist Rostbraun. Ja, ich denke schon. Und das benutze ich halt ein bisschen, um das Ganze noch kräftiger zu schattieren. Sollte einer sich für sowas nicht interessieren, wie immer einfach vorspulen. Das ist ja das Schöne bei YouTube. Man kann es natürlich auch schneller ablaufen lassen. Sollte man vielleicht nur den Ton dann ausschalten. Ich glaube nicht, dass meine quietschige Stimme dann auch noch in doppelter oder dreifacher Geschwindigkeit sich noch irgendwie verständlich anhört. Und ja, so kann man auch ein bisschen durch das Video durchskippen. Ich meine, vielleicht interessiert einen eine bestimmte Figur. Da kann man halt dann dementsprechend vorspulen. Oder man geht halt zum Ende und sieht sich dann die Fertigstellung der Endkarte an. Also, das ist euch alles offen. Ich bin da auch genauso. Also, wenn ich andere Videos schaue und irgendwas, gerade zum Beispiel, wenn ich
von einem bestimmten Designer 10 Videos hintereinander gucke, irgendwann überspringe ich die ganze Koloration und gucke mir dann wirklich nur noch das an, was mich interessiert oder das, was neu ist. Weil man neigt ja dazu, irgendwie doch schon gewisse Sachen wiederzuerkennen oder ja, gewisses Schema, was sich wiederholt. Also der Rotton ist schon ziemlich kräftig, würde ich sagen. Da fehlt vielleicht noch ein bisschen Schattierung mit Braun und dann wäre das schon mal fertig. Ich gehe, wie gesagt, auch hier öfters über das Motiv und dann zwar so lange, bis ich dann zufrieden bin. Und ich weiß, dass der Blauton am Ende viel, viel kräftiger sein wird. Es ist auch für mich manchmal so interessant, meine eigenen Videos zu sehen. Das ist auch das Einzige, wo ich dann wirklich meine Videos nochmal anschaue beim Besprechen. Ich habe halt hier so ein kleines Bildchen mit auf dem Display, was ich dann kommentiere sozusagen. Und ja, ich lasse das einfach sozusagen beim Kolorieren oder beim Basteln. Die Kamera sitzt über mir, die ist befestigt an der Decke und ja, deswegen wackelt auch nichts, Gott sei Dank. Und ihr könnt relativ scharfe Bilder sehen, auch wenn die Qualität jetzt ein bisschen sehr drunter leidet. Man muss das schon ein bisschen runterstufen, damit YouTube das in gewisser Zeit auch uploaden kann und auch die Qualität des Videos ja für euch halbwegs erträglich ist, sage ich mal. Ansonsten würde das Ganze einfach viel, viel länger dauern, das Ganze hochzuladen und auch die Nachbearbeitung, das mag man dann auch nicht. Also ich meine, okay, es ist schon inzwischen wesentlich schneller, als wenn ich überlege meine Anfangszeit. Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen selber überrascht, dass ich das nach so langer Zeit überhaupt noch mache. Auch wenn ich ja auch zwischendurch, ich glaube, 5 Jahre komplett ausgesetzt habe. Und trotzdem, ich habe es nicht verlernt. Ach ja. Aber es ist trotzdem nach wie vor ein zeitlicher Aufwand, man muss quasi mitdrehen, man muss darauf achten, dass die Kamera nicht in der Zwischenzeit ausgeht, weil ich weiß nicht warum, aber meine Kamera geht nach einer halben Stunde Aufnahmezeit automatisch in Ruhemodus und dann muss man immer wieder das Video neu starten, ansonsten geht halt irgendwas verloren. Und ja, ich benutze ein kostenloses Schneideprogramm für meine Videos, weil ich es nicht einsehe, Geld zu bezahlen dafür. Und ich muss auch sagen, manchmal sind die Preise auch ein bisschen sehr groß angesetzt. Ich weiß nicht, wenn man das professionell betreibt und beruflich macht, ist das vielleicht noch okay. Aber für mich ist das nach wie vor ein Hobby. Auch nach 17 Jahren habe ich da Spaß dran, was ich mir am Anfang auch nicht vorstellen konnte. Es hat sich halt einfach alles entwickelt. Also ganz am Anfang war es tatsächlich eher 3D-Basteln oder mit 3D-Karten habe ich gestartet. Dann habe ich die Fahnengrafik für mich entdeckt und auch das Stempeln. Und ja, man sammelt mit den Jahren halt einiges an Bastelmaterial und auch an Erfahrung. Hier habe ich dann angefangen mit dem dunklen Braun, also mit dem Rostbraun, noch die Haut ein bisschen kräftiger zu schattieren, hervorzuheben. Das macht halt das Gesicht etwas plastischer, anstatt wenn man das wirklich mit einer Farbe anmalt. Ne? Also da, wo die Maske sitzt, unter der Maske wirft das Schatten. Auch hier wieder Feinliner, um zumindest das Schwarze im Auge richtig anzumalen. Und beim Schild die Stelle, die nicht richtig gestempelt war, das sind dem habe ich halt tatsächlich mit dem Feinliner nachgezogen. Das ist so der Übergang zwischen Schild und Hand. Wie ihr seht, habe ich beide Motive tatsächlich auch schon ausgeschnitten. Das habe ich kurz in die Kamera gehalten. Und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Motiv, und zwar mit Iron Man. Auch da habe ich mich ein bisschen schwer getan. Auch da gibt es, ich weiß nicht, ich glaube 30, 40, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Variationen von diesem Kostüm. Ich habe mich halt für die klassische Version entschieden, Gold-Rot. Und um Gold zu kolorieren, klar, ich fange erstmal mit Gelb an. Ich habe mehrere Gelbfarbtöne in meiner Palette. Ich habe mit so einem ganz hellen Gelb angefangen und die Bereiche, die Gold werden sollen, am Ende ausgemalt und dann ein bisschen schattiert mit etwas dunklerem Gelbton. Auch seine, ich sag mal,
Der Kreis in der Handfläche, das ist ja quasi der Energiestrahl, genauso wie seine Augen, die leuchten ja eigentlich. Die habe ich so ein bisschen, ich glaube, mit Blau schattiert, das heißt wirklich am Rand entlang ausgemalt. Und hinterher später kommt dann ein Glitterpinsel zum Einsatz. Ich habe den von Nuvo und den benutze ich halt auch. Oh, wie heißt der nochmal genau? Der Glitter Gloss Aqua Shimmer Pen. So. Es gab ja inzwischen auch welche vom Action. Ich habe den auf die Seite gelegt, da ich erstmal den aufbrauchen wollte. Aber der funktioniert halt genauso. Man kann natürlich auch mit Glittergel oder mit Glitzerfarbe oder wie auch immer das übermalen später, wenn man möchte. Aber es kommt halt wirklich erst zum Schluss. Für die roten Bereiche habe ich dann so ziemlich das gleiche Rot verwendet wie bei Captain America. Dadurch, dass das ein Anzug aus Metall ist, habe ich dann versucht, auch so ein bisschen das Metall zu imitieren und habe dann halt die Highlights weiß gelassen. Also da, wo ich denke, dass das Licht hinschimmert, beziehungsweise in dem Fall ist es so, als ob das Licht von vorne kommen würde. Oh Mann, Entschuldigung. Und habe dann kräftiger schattiert später. Das ist ein Grauton, Pumiceton. Das habe ich dann halt für die weißen Bereiche, nachdem ich mit Blau schon ein bisschen angemalt habe, zum Schattieren benutzt. Und jetzt versuche ich das Ganze so ein bisschen kräftiger hervorzuheben. Nachdem sozusagen die Grundstruktur oder die Grundfarbe einmal aufgetragen ist, kann man halt mehr ins Detail gehen. Und die Bereiche, die man denkt, dass das dunkler ist, kann man dann kräftiger mit der Farbe hervorholen. Also erstmal mit Rot zum Beispiel in dem Fall und Gelb. Oder ich habe dann bei Gelb teilweise auch mit Orange schattiert. Und ich denke mal, zum Schluss müsste noch Braun zum Einsatz kommen. Zumindest, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, inzwischen sind auch schon 3 Wochen oder so vergangen, nachdem ich das tatsächlich koloriert habe. Ich kann nur in etwa das Ganze nachvollziehen. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Das ist jetzt quasi der Helm oder der Oberteil des Helms. Und auch da, diese weißen Bereiche werden kleiner mit der Zeit. Das werdet ihr auch gleich sehen. Ich versuche das halt kräftiger zu schattieren. Zumindest da, wo ich denke, wo es dunkler ist. Ja, ich weiß nicht. Also ich bei vielen Sachen, ja, da ist zum Beispiel wieder Vintage-Foto. Ich meine, man sieht das etwas schlecht, weil der Acrylblock jetzt auf dem bunten Taschentuch liegt. Aber ich weiß in etwa, was ich ja gemacht habe. Deswegen kann ich euch sagen, dass das auf jeden Fall braun ist. Und damit hebe ich halt etwas stärker vor allem den Bereich Gold hervor. Man könnte natürlich auch mit richtiger Metallfarbe reingehen und das Ganze mit Metallic Gelb oder Gold und Rot kolorieren. Ich wollte halt einfach nur, dass die Motive zusammenpassen und deswegen habe ich mich tatsächlich nur auf die Farbe beschränkt. Und das war jetzt wirklich auch Vintage-Foto. Das heißt, ich habe nochmal die Farbe in den Acrylblock gedrückt, weil die bei der Menge, die ich koloriert habe, ja halt irgendwann auch aufgebraucht ist. Also es ist auch, man kann es sehen, das ist wirklich ein Hauch von Farbe. Es ist ja nicht viel, die ich dann abdrücke. Aber so habt ihr halt wenig Verschwendung. Und ihr könnt das auf dem Acrylblock lassen und tatsächlich auch 2, 3, 4, 5 Monate später immer noch benutzen. Also die Farbe, das ist ja das Schöne bei den Distress Dye Inks, zumindest den Original Farben, die trocknen nicht an. Ich weiß, ich kann nichts über die Oxide sagen. Alleine die Tatsache, dass man die öfters nachfüllen muss, hat mich schon abgeschreckt. Aber auch das
Ergebnis, das Malergebnis, die werden, also die Farben werden gräulich, pastellig und das ist etwas, was mich persönlich nicht anspricht und ich habe mich dann dafür entschieden, tatsächlich nur die Dye-Inks-Kollektion zu sammeln und die Re-Inker. Und nachdem ich halt damit angefangen habe zu kolorieren, war ich super begeistert und ja, warum sollte ich jetzt was komplett Neues anfangen? Ich mag das so und ja, hier habe ich wieder mit Rostbraun noch etwas kräftige Schatten gesetzt, da Vintage-Foto ja schon relativ helleres Braun ist. Und hier konnte ich halt die Farbe ein bisschen intensiver benutzen, weil das halt wirklich ein Klecks von dem Reinker ist, was ich dann noch aufbrauchen wollte. Unter dem roten Bereich des Helmes habe ich auch etwas kräftiger schattiert, damit man halt sehen kann, dass das sozusagen der Übergang ist. Und ja, so entsteht nach und nach da, dann das fertige Motiv, bis ich dann halt irgendwann damit aufhöre zu schattieren. Ach ja. Ihr müsst auch bedenken, das Video läuft jetzt ungefähr mit einer vierfachen Geschwindigkeit ab. Das heißt, so schnell wie das im Bild zu sehen ist, koloriere ich natürlich auch nicht. Ich habe mir damit Zeit gelassen. Ich wollte halt erst aufhören, wenn ich zufrieden bin. Und deswegen hat der ganze Prozess schon etwas gedauert, kann man schon so sagen. Und das ist auch etwas, was ich euch auch mit empfehlen kann. Also da ist auch der Nouveau Shimmer Pen, von dem ich gesprochen habe. Lasst euch Zeit beim Kolorieren. Es ist kein Zeitdruck dahinter. Also ich finde, wer auf die Zeit guckt beim Basteln, der hat irgendwas falsch gemacht. Also es geht ja darum, dass ihr euch selber ein bisschen, ich sag mal, auf andere Gedanken kommt, den Alltag vielleicht vergesst. Und ja, für mich ist das wirklich Entspannung pur. Jetzt komme ich auf den Namen wieder nicht drauf. Bei Deadpool ist das Kostüm überwiegend schwarz, rot. Und ihr wisst ja, schwarz ist halt immer schwierig. Deswegen, ich benutze zwar den Schwarzton Black Suit, aber sehr stark verdünnt. Und schattiere halt erstmal nur gräulich. Das heißt, die Bereiche, die später schwarz werden, die werden erstmal nur mit einem Hauch von Farbe versehen und werden halt später ein bisschen kräftiger schattiert, bis ich dann zufrieden bin. Aber ihr kriegt halt, wenn ihr alles nur schwarz anmalt, diesen Licht- und Schatteneffekt nicht rein. Das heißt, ihr müsst wirklich vorsichtig damit umgehen. Und ja, bei der Maske zum Beispiel habe ich gedacht, dass da, wo die Linien verlaufen, quasi die Naht von oben nach unten führt, müssten ja sozusagen die höchsten Bereiche sein. Deswegen habe ich sie weiß gelassen. Bei dem Gürtel war es auch schwieriger zu entscheiden, welche Farbe ich dann nehme. Ich glaube, das, was ich im Internet gefunden habe, war eher so braun. Und das Symbol in der Mitte war, glaube ich, rot. Deswegen habe ich das dementsprechend auch angemalt. Hier habe ich mich entschieden, auf der Stirn halt den Bereich etwas he heller zu lassen, sodass man sieht, dass die Stirn halt am der höchste Punkt ist oder der am weitesten absteht von der Maske. Und das ist halt einfach, ich sag mal, ich mache das nach Gefühl, wo ich denke, das passt so. Auch beim Mund, Mund-Nase, das ist auch sozusagen das, wo das Gesicht am ehesten absteht. Deswegen habe ich das da auch ein bisschen heller gelassen. Naja, die schwarzen Bereiche sind jetzt so gesehen relativ wenig. Ich dachte, das wäre mehr gewesen. Aber die Karte ist inzwischen auch nicht mehr zu Hause bei mir, sondern ist beim Empfänger angekommen. Und soweit ich verstanden habe, ist sie auch wirklich gut angekommen. Zumindest die Person, die sie bestellt hat, war sehr zufrieden. Und das ist ja wirklich das, was zählt am Ende. Ich habe auch schon quasi den nächsten Auftrag bekommen, noch eine ähnliche Karte zu machen. Und ja, je nachdem, wie die Zeit zulässt,
werde ich das wahrscheinlich auch in Angriff nehmen. Das Problem ist halt, ich habe zu lange Zeit und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich kurzzeitige Termine habe, wie zum Beispiel, ich brauche eine Karte in 2 Tagen, kann ich mich direkt dran setzen und die fertig machen. Wenn ich aber weiß, wie bei der nächsten Karte, ich habe bis Januar Zeit, ja, da wird es wahrscheinlich aufgeschoben, aufgeschoben und aufgeschoben. Ich habe zum Beispiel auch letztes Jahr um die Uhrzeit schon nicht, aber um die Jahreszeit schon tatsächlich angefangen, Weihnachtskarten zu basteln. Dieses Jahr läuft es irgendwie kreativtechnisch nicht so gut, sage ich mal, beziehungsweise die Muße fehlt und auch das akzeptiere ich, wie es kommt. Und ja, hier habe ich wieder Black Suit abgestempelt und versuche halt jetzt wirklich die schwarzen Bereiche kräftiger anzumalen, dass sie auch wirklich eher wie schwarz wirken und nicht wie grau. Und ja, von den Augen her, vom Inneren nach außen versuche ich dann etwas kräftiger zu schattieren, weil das sind die Bereiche, die ins Gesicht reinfallen. Das heißt, das sind die tiefsten Bereiche im Gesicht. Und die Linien sind da von der Maske schon sehr hilfreich, dass man dann genau da die hellsten Bereiche offen lässt. Ihr könnt mir auch gerne im Kommentar schreiben, ob euch diese Art von Videos gefallen. Ich meine, klar, sie sind sehr lang. Es gibt inzwischen aber auch so viele YouTuber, die zum Beispiel Live-Videos zeigen, wo ich dann auch denke, das schaffe ich auch nicht immer. Und jetzt, nachdem ich Zeit habe, gucke ich mir manche Videos auch über 2, 3 Tage an. Dann fange ich an, gucke eine Viertelstunde und dann muss ich zur Arbeit oder ähnliches. Irgendwas kommt ja leider immer dazwischen. Und ja, dann gucke ich später weiter. Oder ob ihr sagt, das geht gar nicht, das Video ist definitiv viel zu lang, auch wenn ich dann durchseppen kann. Ja, ich weiß nicht, es würde mich einfach irgendwie interessieren, was ihr davon haltet. Ich versuche ja, die Videos relativ knackig zu halten, aber bei der Art von Karte war es halt einfach nicht anders möglich, beziehungsweise die ist wirklich sehr kolorationslastig. Zum Vergleich zu sonstigen Projekten, ich habe meistens wirklich ein Figürchen oder ein Motiv, was ich benutze und keine 5. Und ich meine, eine Koloration dauert ja schon, sag ich mal, ewig. Und das Ganze mal 5. Ja, doch. Wir sind ja erst jetzt beim vierten Motiv. Das heißt, danach kommt noch einer. Das ist Doctor Strange, der uns noch fehlt. Ja, und dann geht es um die Fertigstellung. Und die Karte an sich war jetzt auch nicht wirklich schwer. Die hat auch nicht viele Schichten. Aber ja, ich gucke halt, wie ich Zeit finde zum Drehen und was ich euch zeigen möchte. Wenn das wirklich irgendwie die gleiche Karte zum zweiten Mal wäre, würde ich wahrscheinlich dann auch kein Video hochladen, weil es sind nur andere Farben, eventuell andere Figürchen. Aber sonst wird das, denke ich mal, nicht so viel Neues hergeben. Aber andererseits bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen stolz auf mich. Das sind, glaube ich, 2 Stempelsets gewesen, die ich tatsächlich relativ neu hatte und dann direkt auch zum Einsatz kam. Oft ist das ja so, man kauft und kauft und kauft, weil man irgendwas Schönes findet. Und ich meine, die Firmen, die die ganzen Stempel produzieren, die haben teilweise jeden Monat neue Sachen und da ist es echt schwer, sich zu entscheiden, was man sich dann leistet. Hier habe ich wieder einen Fineliner rausgeholt und habe dann die schwarzen Linien von den Augen, ja, ein bisschen nachgezogen und die schwarzen Bereiche noch ein bisschen kräftiger schattiert. Das heißt, da, wo ich denke, am dunkelsten ist, habe ich mit dem Fineliner die Striche nach innen gezogen, damit der Kontrast halt etwas kräftiger ist und gerade bei Schwarz passte das ganz gut. Und da sind wir tatsächlich schon beim letzten Motiv. Auch Doctor Strange hat sehr viel Rot und irgendwie hat das Ganze dann auch verbunden. Also bis auf Hulk, der so mit dem Grün ein bisschen sehr kräftig raussticht, haben ja so ziemlich alle Motive Rot mit drinne.
Und das hat auch dann später bei der Anordnung der Figürchen ein bisschen geholfen. Ich habe hier den Umhang quasi überwiegend rot gehalten. Und wie bei den ganzen anderen Figürchen versuche ich dann halt auch erstmal einen Grundanstrich zu machen, um das ganze Ausmalen hinterher wirklich zu erleichtern. Da muss man sich halt keine Gedanken mehr machen, was hat welche Farbe, und einfach drauf los ausmalen bzw. schattieren. Ich weiß, dass viele damit Probleme haben zu erkennen, wo gehört denn der Schatten hin. Und da ist sowas vielleicht auch eine große Hilfe, falls man wirklich dasselbe Motiv selber kolorieren möchte, sich einfach so ein Video anzuschauen, wie jemand anders das ausmalt, um einfach zu sehen, wo kann ich die Highlights setzen, wo kann ich mehr schattieren. Manchen reicht natürlich auch ein absolutes, ich sag mal, ein Bild. Das ist für manche schon ausreichend, andere brauchen halt ein bisschen mehr. Und das ist ja das Schöne beim heutzutage, weil, also man kann sich das frei wählen, ob man sich ein Video dann antut oder ob man sich Bilder anschaut. Wie immer findet ihr alle Bilder, die auch jetzt später zum Ende des Videos gezeigt werden, auf meinem Blog, auf meinem Instagram-Account. Ja, doch, auf meinem Instagram-Account und je nachdem, mit wem ich befreundet bin, bei Facebook kommt das auch hin. Also, ich sage mal doppelt gemoppelt, aber das ist ja das Schöne bei Meta. Man kann inzwischen was auf Instagram hochladen und das wird automatisch dann bei Facebook auch gezeigt. Weil ich weiß es selbst, ich habe Schwierigkeiten in letzter Zeit mit Facebook, weil mir Sachen viel, viel später angezeigt werden, als sie online gehen. Ich muss dann tatsächlich die Personen, die ich quasi von denen ich was sehen möchte, direkt anklicken. Ansonsten werden mir die Sachen viel, viel später vorgeschlagen und es kommt sehr viel, was man eigentlich gar nicht sehen möchte. Es werden einfach nur Sachen gezeigt nach dem Motto, es könnte dich interessieren. Bei den Haaren habe ich tatsächlich auch mich für schwarz entschieden. Er hat so ein paar graue Strähnen, eigentlich sehr dominante weiße Stellen. Ich habe dann gedacht, so richtig hinkriegen werde ich es wahrscheinlich sowieso nicht. Also beschränken wir uns jetzt auf Schwarz, beziehungsweise fangen wir mit einem verdünnten Schwarz an, was eher grau ist, und werden dann kräftiger. Sein Anzug ist überwiegend blau, seine Stiefel sind schwarz und diese runden Elemente am Gürtel und auch am Umhang sind, ich denke mal, Gold. Ich habe das ja so ein bisschen gelblich gehalten. Und mit Orange das Ganze noch ein bisschen dunkler gemacht. Die Augen sind blau und ich habe hier mit Schwarz jetzt tatsächlich auch den Bereich des Auges, was schwarz sein sollte, nachgemalt, weil das auch beim Abstempeln leider ein bisschen zu hell geworden ist oder geblieben ist. Und ich denke mal, auch hier werde ich mit dem Fineliner später den Bart so ein bisschen nachziehen. Hier versuche ich auch den Schatten auszufedern. Das heißt, aus dem Bereich, wo ich denke, der Schatten liegt, nach außen einfach nur, sag ich mal, Linien zu ziehen mit dem Pinsel oder mit dem Wassertankpinsel funktioniert das ganz gut. Man kann natürlich auch einen richtigen Pinsel dafür nehmen. Ich habe auch einen richtig feinen für ganz filigrane Sachen, wobei das bei den Motiven zum Beispiel nicht notwendig war. Ich habe manche Figürchen, die haben noch viel kleinere Köpfchen zum Beispiel, und da ist es hilfreich, noch einen feinen Pinsel zu benutzen. Da waren mir zum Beispiel die Enden oder die Spitzen noch ein bisschen zu hell, deswegen habe ich dann die Farbe etwas kräftiger nach außen hin noch verteilt. Hier versuche ich auch mit dem Braun, also mit dem Rostbraun, noch den Schatten kräftiger rauszuholen, weil Rot auf Rot ist ja schön und gut, aber das gibt halt wenig Kontrast her und da hilft es wirklich mit Braun und Schwarz das Ganze zu intensivieren und wirkt dann halt ein bisschen plastischer am Ende.
Das benutze ich dann auch für die Hauttöne, das heißt den Schatten auch wieder mit Rossbraun kräftiger nachziehen, unterm Haaransatz, unter den Augenbrauen, im Ohr und natürlich in der Nähe von der Kleidung, das heißt da, wo der Umhang quasi Schatten werfen sollte, sag ich mal, da kann man noch eine Linie nachziehen. Auch bei den blauen Bereichen versuche ich dann erstmal mit dem Blau selbst etwas kräftiger die Farbe zu schattieren, beziehungsweise den Farbton, den ich anstrebe, zu erreichen. Das heißt, meistens ist das ja schon, es muss ja auch dann quasi als Kontrast zu dem ganzen Motiv passen. Jetzt ist der Umhang sehr kräftig und ja, dann muss das halt der Rest auch irgendwie passend sein. Man kann ja nicht das eine pastellig lassen und das andere richtig kräftig rot. Für die Stiefel habe ich jetzt mit Black Suit angefangen, das Ganze auch kräftig hervorzuheben und habe mich dann entschieden, wenn ich schon mal Schwarz auf dem Pinsel habe, dann kann ich auch die Schatten, die ich vorher gemalt habe, kräftiger rausholen und auch sein Bart zum Beispiel nachziehen, seine sehr kräftigen Augenbrauen. Und natürlich auch die Haare. Auch da gucke ich dann halt, wo sitzt das Haar am tiefsten, am höchsten, wie auch immer. Und ja, ich orientiere mich dann halt an meinen Pinselstrichen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Da ist zum Beispiel der Seitenscheitel bei ihm und von da aus habe ich zum Beispiel die Farbe nach oben gezogen und zur Seite und lasse halt den mittleren Bereich am hellsten. Hier versuche ich sogar von dem Umhang noch ein bisschen den Schatten kräftiger zu malen und den Schatten, den die Figur selber wirft, habe dann so ein bisschen auch Struktur mit reingebracht, indem ich einfach nur diese Striche quasi dem Stoff folgend gemalt habe. Ja, ihr merkt schon, bei mir ist langsam die Puste raus, aber wir sind jetzt Gott sei Dank auch fertig. Ich habe von Action eine Slimline-Stanze benutzt, die hat ja so diesen Briefmarkenrand. Und ich habe das aus einfachem Tonpapier gestanzt. Dafür benutze ich meine langen Platten. Ich habe extra lange Platten für meine Big Shot. Das heißt, ich kann sie dann mit einem Mal durchkurbeln, direkt ausstanzen, weil die sind ja schon ziemlich lang. Auch da hilft es immer so ein bisschen, die Stanze anzuwinkeln und nicht gerade durchquälen zu wollen. Das tut eurer Maschine gut und der Stanze sowieso. Habe dann mir aufgeschrieben, wie groß meine Fläche ist. Und wie groß mein Kartenrolling am Ende werden sollte. Ich habe wieder aus Aquarellpapier vom Action in Weiß mir den Kartenrolling zugeschnitten. Der ist in der Grundfläche 19,2 mal 20,2 cm. Dafür benutze ich meinen großen Hebelschneider von Nelly Snellen. Zum Falzen benutze ich meinen Trimmer von Tonic Studios. Da könnt ihr halt das Papier richtig anlegen und mit dem Zentimeter oder Millimeter genau dann falzen. Mit dem Falzbeil wird das Ganze nachgezogen. Und ihr seht es auch, der Kartenrolling selber ist sogar kleiner als der Aufleger bzw. diese Mattung, die ich gestanzt habe, weil ich wollte die Karte schon in einem DIN Langformat behalten, das ja auch in einen Umschlag reinpasst. Aber dadurch, dass die Slimline-Stanze gerade so groß ist und ich das einfach unschön finde, wenn so ein schöner Rand verschwendet wird, mache ich den Kartenrolling einfach kleiner. Ich habe natürlich mit meiner Nähmaschine das Ganze
genäht und habe mit der 3D-Standschablone vom Action mir einmal diese Stadt ausgestanzt. Da gibt es zwei verschiedene Ebenen. Einmal die Häuschen, die ihr seht, die habe ich zweimal gestanzt und einmal eins mit einem Riesenrad. Die kann man sozusagen aufeinander leeren, um dann halt diesen 3D-Effekt hinzubekommen. Ich fand aber, dass sich das hier quasi als Hintergrund sehr gut eignet. Hab dann alle Elemente, die rausfallen, ausgestanzt, einmal mit meiner Bürste quasi. Und das, was mit der Bürste sich nicht gelöst hat, habe ich jetzt mit der Prickelnadel ein bisschen quasi in dem Ganzen nachgeholfen. Da ist auch die Prickelunterlage ganz hilfreich. Also die ist ja etwas weicher und das lässt halt so ein bisschen besser arbeiten. Ausgestanzt ist das Ganze aus einem Verpackungsmaterial. Das ist irgendwie von Gina K. irgendein, entweder von der Schablone oder von einem Stempelset, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die Rückseite grau, beziehungsweise dunkelgrau Anthrazit. Und ich habe die drei Elemente aneinandergereiht und habe das Element mit dem Riesenrad in die Mitte gesetzt, damit halt, ich sag mal, die Wiederholung nicht zu offensichtlich ist, dass man zweimal dasselbe Motiv genutzt hat. Habe dann geguckt, wie ich das Ganze anordne. Habe dann auch ein Stück großes Transparentpapier genommen und angefangen zu reißen. Ich wollte halt das Ganze unter der Stadt be quasi befestigen, damit das sich ein bisschen vom Hintergrund auch absetzt. Ich meine, am Ende ist das Ganze schon sehr stark von den Figürchen überdeckt. Aber ja, zu dem Zeitpunkt fand ich das halt schon passend. Habt einfach mit doppelseitigem Klebeband das auf das Transparentpapier geklebt. Transparentpapier ist halt sehr dünn und neigt sich halt schnell zu Wellen, wenn man Flüssigkleber arbeitet. Deswegen benutze ich da lieber trockenen, beziehungsweise in dem Fall doppelseitiges Klebeband. Da reiße ich mir halt oft auch einfach Stücke ab und klebe das dann hinterher auf meinen Hintergrund. Da man diesen Bereich zum Beispiel nicht sehen wird, habe ich auch mit Flüssigkleber ein bisschen die Bereiche zumindest mit Kleber eingeschmiert, die von der Stadt verdeckt werden. Einfach um sicher zu sein, dass das hinterher auch fest auf der Karte kleben bleibt. Man hätte natürlich auch Abstand nehmen können und hier etwas höher setzen können, aber ich fand das halt, dass die Figürchen eigentlich den Hauptmerkmal bilden und am ehesten abstehen sollten, als jetzt der Hintergrund. Hab hier und da ein bisschen das Ganze eingeknickt, damit das auch zum Hintergrund passt, weil da habe ich auch mehrere Bereiche sozusagen geknickt oder eingerissen. Ich sag mal, es hat so ein bisschen demolierten Eindruck. Ich habe dann gedacht, wenn wir schon dabei sind, die Stempel auf dem Tisch liegen, dann können wir auch einen der Sprüche davon benutzen. Habe dann wieder meine Stempelhilfe zur Hand genommen. Habe dann auch schon dafür passend eine Stanze mir ausgesucht. Das ist eine ja, Sprechblase vom Action. Das gab so mein Set mit mehreren. Auch hier wieder Stempel vorher vorbereiten. Habe das Ganze mit London Fog von Memento in Grau eingefärbt und abgestempelt. Auch hier wieder ein Stück Restpapier. Ich glaube, das ist Laserdruckerpapier, was ich so zur Hand hatte. Und da hat auch wirklich einmal abstempeln super funktioniert. Stempel wieder sauber machen. Und jetzt brauche ich das Ganze noch sozusagen passend ausstanzen. Da ich mir aber sicher sein möchte, dass der Spruch dann hinterher auch gerade bleibt, mache ich mir dafür erstmal eine Schablone. Das heißt, ich nehme einfach ein Stück Restpapier und stanze einmal die Stanze aus. Das Negativ, wird dann halt als Schablone herhalten müssen. Und das setze ich halt über den Spruch, platziere dann die Stanzschablone da rein, klebe das Ganze fest, damit sich das auch nicht mehr verschieben kann. Und dann weiß ich dann auch hinterher, das passt. Also sofern sich das nicht verschiebt, das kann natürlich auch durchaus passieren. Aber so ist die Ausrichtung, so wie ich das haben möchte. Und habe dann quasi eine Schablone, die ich
benutzen werde und weiterhin benutzen möchte. Die tue ich dann mit in die Folie mit den Stanzschablonen. Und ich habe dann gedacht, ich benutze Restpapier und klebe das halt hinter diesen Spruch, den ich ausgestanzt habe. Deswegen habe ich jetzt mehrere Papierstücke, drei Schichten, um genau zu sein. Das eine zum Beispiel ist Verpackungsmaterial. Also alles, was weiß ist, wird einfach in einer Schütte bei mir gesammelt. Und gerade für solche Projekte, wenn ich dann irgendwas schichten möchte, werden halt diese Reste aufgearbeitet. Also ich habe es noch nie geschafft, irgendwelche Reste zu verbrauchen. Da bin ich auch ehrlich. Es werden eher mehr als weniger. Aber Papier ist einfach dann zu schade, zumindest stärkeres Papier. So Druckerpapier, 80 Gramm, das landet bei mir auch in der Tonne. Aber wenn das irgendwie Kartal-Rolling ist oder irgendwie Laserpapier, was ich dann in 160 Grammatur habe, das wird halt wirklich aufgehoben, genauso wie Verpackungsmaterial. Ja, jetzt müssen wir noch unsere Figürchen anordnen, den Spruch aufkleben. Und dann ist die Karte so ziemlich fertig. Es fehlen noch ein paar Schmuckelemente. Ich habe da mich auch relativ zurückgehalten, sage ich mal, dadurch, dass es eine Männerkarte wird. Auch da wieder Kombination doppelseitiges Klebeband und Flüssigkleber, denn es soll hinterher wirklich bombenfest auf der Karte kleben bleiben. Platziere das Ganze, gucke, dass es auch wirklich halbwegs gerade ist. Da ist so ein T-Lineal zum Ausrichten sehr hilfreich. Und jetzt müssen wir noch die Figürchen ankleben. Ich benutze Pappe, um das Ganze etwas höher anzukleben. Hier würde natürlich auch Schaumklebeband gut funktionieren oder Schaumklebebandpunkte, Quadrate, wie auch immer. Es gibt ja auch Achtecke. Ja, benutzt das, was ihr da habt. Und ich habe ganz viele Pappreste, deswegen benutze ich die halt. Auch dafür habe ich inzwischen ein eigenes Körbchen bzw. Dose, wo ich dann das, was ich zuschneide für meine Karten, was überbleibt, wird da hingelegt und ja, wie ihr seht, man braucht hier auch jetzt nicht viel. Das heißt, auch kleinste Stücke kann man hier noch aufbrauchen. Ich habe das gleiche schwarze Overlock-Garn, was ich zum Vernähen meines Hintergrunds benutzt habe, hier auch für die Schlaufen genutzt. Ich drehe das einfach um die Finger herum und setze mir meine Schlaufen, weil nachdem ich zwei Figürchen aufgeklebt hatte, habe ich gedacht, das gibt noch ein bisschen mehr Struktur, etwas mehr. Und deswegen habe ich hier die ja schon mal hindrapiert. Zwischendurch, dadurch, dass man mit Flüssigkleber arbeitet und das Ganze antrocknen etwas Zeit braucht, empfehle ich auch immer mit etwas Schwerem die Figürchen auch zu drücken. Das heißt einfach, bei mir sind das Glaselemente, Dekoelemente, die ich auch auf meinem Schreibtisch liegen habe. Die benutze ich halt dafür. Die sind ziemlich schwer und das ist ja auch das Schöne dran. Deswegen kann der Kleber dann auch flach sich setzen und ja, das löse ich halt später gar nicht mehr. Also das ist, da geht ihr auf Nummer sicher. Ihr braucht auch nicht viel von Pappe, aber ich meine, der Vorteil von Pappe selber ist, der ist, die Pappe ist fest. Bei einem Schaumklebeband, der ist flexibel. Das heißt, je nachdem, wie die Karte den Transport überlebt, kann es durchaus sein, dass sich dann das Ganze irgendwie einen Knick hat oder ähnliches. Ich meine, okay, ich habe meine Karte jetzt tatsächlich auch zwischen zwei Schichten Pappe versendet, damit auch alles glatt ankommt. Ich weiß ja nicht, wie das in der Sortiermaschine so vor sich geht und ich möchte da nicht, dass da irgendwie was kaputt geht. Aber ja, ich habe mir ein Stück Pappe zurechtgeschnitten, den ich dann als Zwischenschicht zwischen dem Tonpapier und dem Kartenrolling verwende. Natürlich ist auch der kleiner als der Kartenrolling selber. Ich benutze hier wieder die Kombination aus doppelseitigem Klebeband und Flüssigkleber. Und klebe dann halt sozusagen das Ganze oder den ganzen Aufleger mit etwas Abstand. Also die Pappe ist wirklich dünn, das ist vielleicht höchstens 1 mm. Ich habe verschiedene Stärken. Ich habe vor einer großen Weile schon inzwischen meine ganzen Action-Pappe
Designpapierblöcke auseinandergenommen und habe die Pappen, die auf der Rückseite sind, sieht man ja, das ist eins davon, aufgehoben und diese werden halt in der Form bei mir benutzt. Ich hatte es einfach satt, wenn ich eine bestimmte Papierfarbe gesucht habe, so viele Blöcke durchzugehen und es könnte im nächsten Block noch was Schöneres dabei sein. Und ja, das hat mich so lange frustriert, bis ich dann komplett alle Papierblöcke auseinandergenommen habe, nach Farben sortiert habe, nach Thema oder nach Muster, je nachdem, was mir in dem Sinne gerade am ehesten als sinnvoll erschien. War natürlich schon ein bisschen Arbeit, aber jetzt, wenn ich weiß, ich brauche Blau, dann gehe ich zu meinen vorsortierten Papieren und habe dann auch Blau, wenn ich Blau brauche. Hier habe ich eigentlich gedacht, ja, wir sind mit der Karte fertig, Halleluja. Habe dann eine Nacht drüber geschlafen und dann festgestellt, ja, ich möchte auch im Inneren der Karte noch was machen. Und das kommt dann später. Hier habe ich ein paar ganz kleine Sternchen. Das sind ja Pailletten, kann man sagen. Also nennt sich, glaube ich, Konfetti, weil die sind flach und ziemlich klein. Ich habe welche mir vorbereitet in Silber und Rot. Nee, Rot sind die Schmucksteine, die ich benutzt habe. Das sind die neuen, beziehungsweise für mich neue von Pink Fresh Studio. Die heißen Glitter Drops. Ich habe die im Sale jetzt erstanden für kleineren Preis und ich dachte, zum Ausprobieren ist das auf jeden Fall das Richtige. Gucke, dass ich dann quasi den Kleber pünktchenweise vorher anbringe und oben links im Bild, das sind schwarze Halbperlen, die habe ich mal geschenkt bekommen. Zum Beispiel habe ich jetzt eine erwischt, die war nicht vernünftig gestanzt. Das heißt, ich habe mit der Schere ein bisschen nachgeholfen, damit sie halt wirklich rund bleibt. Mit meinem Wachsstift kann ich das Ganze auch gut greifen und direkt auf die Karte aufbringen. Den habe ich zum Beispiel auch bei AliExpress gekauft. Kann jeder schimpfen, wie er möchte, aber ich finde, manche Sachen kann man nach wie vor da gut kaufen und der Preis ist halt wirklich das, was mich dann überzeugt. Und bis jetzt ist bei mir so gut wie alles angekommen und wenn nicht, dann konnte ich mir zumindest das Geld zurückverlangen und ja. Soll aber hier keine Werbung an der Stelle sein. Ich sage es einfach, wie es ist. Auf der Rückseite habe ich dann mit meinem Blockadresse Stempel quasi die Signatur gesetzt. Habe dann nochmal nachgemessen, wie groß die Fläche ist, die ich habe von der Karte. Das müsste ja irgendwas mit, ja, ich glaube 9,6 mal 20,6 sein. Das heißt, wenn ich das Innere verkleide mit Mattung, ist die Mattung 9,2 mal 19,7 cm und das Papier in Weiß, was ich jetzt zugeschnitten habe, ist etwas kleiner, 8,8 mal 19,3 cm. Mein kleiner Trimmer kann halt nur bis zu einer gewissen Größe, deswegen musste ich den großen schon rausholen für die längere Seite, damit ich das passend zuschneiden kann. Ist manchmal umständlich, aber ja. Hier habe ich einige Tonpapierreste in Grau mir rausgeholt und nochmal die Standschablone von Action mit der Stadt und habe das aus dem Grau ausgestanzt. Mit der Checkkarte oder ich weiß nicht, das ist irgendwie eine alte Karte, die ich mal gefunden habe, könnt ihr eure Platten super schnell sauber machen, wenn ihr irgendwelche Papierreste dran kleben habt. Einfach abkratzen. Hier habe ich auch wieder mit der Walze einmal das Ganze quasi vom Inneren oder von den Elementen versucht zu trennen. Dadurch, dass das Papier etwas dünner ist als das, was ich vorher benutzt habe, müsste da so ein bisschen vorsichtiger sein. Das wälzt sich schon beim quasi nur drüberfahren. Ist halt wirklich ein sehr dünnes Tonpapier. Aber wenn man sich da ein bisschen Zeit nimmt und das Ganze mit, ich sag mal, mit Ruhe ausstanzt, da kann man sich die ganzen Elemente rausholen. Ich weiß nicht. Ich finde, wenn etwas rausfallen sollte, dann muss man halt dem Ganzen auch ein bisschen nachhelfen. Es sieht komisch aus, wenn dann die Hälfte der Fenster frei sind und die andere Hälfte nicht.
Das hat zwar etwas Zeit gekostet, aber wie gesagt, das ist etwas, was für mich wichtig war. Ich habe mit dem Distress Pumice-Ton und einem Blending-Tool von Action mir die rechte untere Kante vom weißen Papier ein bisschen eingefärbt, damit das halt nicht so langweilig weiß bleibt. Habe dann natürlich den Tisch hinterher sauber gemacht, damit ich keine Farbe irgendwo übertrage, wo ich die nicht haben möchte. Mit dem Schwarz und dazu passendem Aufsatz habe ich dann die Stadt von unten nach oben angefangen zu wischen. Ich habe noch nicht mal das in die Farbe getaucht. Ich habe erstmal nur das genutzt, was auf meinem Schwämmchen noch drauf war. Und erst dann habe ich Farbe aufgenommen und das Ganze noch kräftiger gewischt. Ich hatte noch was schwarz auf der Glasplatte. Das habe ich jetzt nicht weggewischt, weil ich mich entschieden habe. Das kann man auch sehr gut zum Sprenkeln benutzen. Man muss ja nichts wegwischen, was man vielleicht noch benutzen kann. Habe dann Kleber aufgetragen, Flüssigkleber in dem Fall, und fahre das Ganze mit meinem Brayer einmal flach, damit der Kleber überall gleich sich verteilen kann. Das, was übersteht, schneide ich mit der Schere von Hand einfach ab. Natürlich müsst ihr ein bisschen Wasser hinzufügen, damit ihr die Farbe besser verteilen könnt. Mit dem Fächerpinsel, auch vom Action, habe ich ganz feine Sprenkler verteilt. Das war jetzt noch nicht mal sehr gut im Bild zu sehen. Jetzt, nachdem wir fertig sind, natürlich sauber machen. Und allein diese kleinen Sprenkler, das gibt schon ein bisschen mehr Struktur und sieht interessant aus. Mit dem Klebestift klebe ich das Ganze auf das passende Tonpapier in Schwarz. Auch das seht ihr, dünnes Papier, es wälzt sich relativ zügig, deswegen mit dem Brayer das Ganze so ein bisschen angleichen und flach fahren, sage ich mal. Jetzt wie immer Nähmaschine her und einmal das Ganze am Rand entlang nähen, damit es auch zum Gesamtbild passt und weil ich es einfach liebe. Also ohne die Nähmaschine kann ich schon fast gar nicht mehr basteln. Ist schon quasi, gehört einfach schon dazu. Mit dem doppelseitigen Klebeband habe ich dann Kleber auf der Rückseite am Rand entlang verteilt. Und mit dem Flüssigkleber verteile ich alles flächig auf dem ganzen Hintergrund, beziehungsweise auf der ganzen Fläche. Jetzt gucken, dass wir das richtig rumhalten und richtig rum aufkleben. Der Abstand auf allen Seiten auch gut passt. Mit einem Druckerpapier habe ich das Ganze abgedeckt und fahre mit dem großen Brayer einmal komplett drüber, um das Ganze, den Kleber gut zu verteilen. So, jetzt sind wir aber fertig. Halleluja! Eine Stunde durchquatschen ist auch für mich nicht gerade ohne. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss!